Allgemeine Hinweise zu Feuerwerkskörpern. Pyrotechnische Gegenstände, allgemein auch Feuerwerksartikel oder Feuerwerkskörper genannt, enthalten explosionsgefährliche Stoffe. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden werden deshalb der Umgang und der Verkehr mit diesen Gegenständen durch das Sprengstoffrecht geregelt. Durch das vierte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 werden pyrotechnische Gegenstände der Klasse I zukünftig als Feuerwerkskörper der Kategorie 1 bezeichnet und solche der Klasse 2 zukünftig als Feuerwerkskörper der Kategorie 2. Pyrotechnische Gegenstände mit alter Bezeichnung Klasse 1 oder Klasse 2 dürfen jedoch längstens bis zum 3. Juli 2017 verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder verwendet werden. Feuerwerkskörper der Kategorie 1 sind Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen, einen vernachlässigbaren Schallpegel besitzen und die in geschlossenen Bereichen verwendet werden sollen. Einschließlich Feuerwerkskörpern, die zur Verwendung innerhalb von Wohngebäuden vorgesehen sind. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 sind Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen Schallpegel besitzen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind. Feuerwerkskörper der Kategorie 1 bzw. pyrotechnische Gegenstände der Klasse 1 dürfen an Personen abgegeben werden, die das 12. Lebensjahr vollendet haben. Das Alter kann durch Kontrolle des Schülerausweises überprüft werden. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 oder pyrotechnische Gegenstände der Klasse 2 dürfen nur an Personen abgegeben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für die Aufbewahrung kleiner Mengen Feuerwerkskörper der Kategorien 1 und 2 bzw. pyrotechnischer Gegenstände der Klassen 1 und 2 bedarf es keiner Lagergenehmigung nach § 17 Sprengstoffgesetz. Für sogenannte kleine Mengen gelten folgende Mengengrenzen.